Obwohl ich hier im schönen Garten der Franziskaner von Delft sitze, vergeht mir bald die gute Laune, wenn ich in den Nachrichten erfahre, dass in diesen Tagen im Norden Iraks ISIS, islamistische ISIS-Terroristen, hunderte Jesiden ermordet und zum Teil lebendig begraben haben. Einerseits bin ich froh, dass es bereits militärischen Widerstand gegen die Terroristen gibt und, was mir noch besser gefällt, auch politische Bemühungen, zum Beispiel durch eine Einheitsregierung im Irak, dieses Problem zu lösen. Andererseits tut es mir sehr weh, dass das, was die Terroristen bis jetzt bereits angerichtet haben, nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Hoffnung gibt mir dabei der Glaube eines jüdischen Mädchens. Der Evangelist Lukas überliefert die Worte von Maria, der Mutter Jesu. Sie sagt: Gott stürzt die Mächtigen vom Thron und er erhöht die Niedrigen. Aus meiner christlichen Perspektive heißt das, alle, die in dieser Welt Macht ausüben, werden erkennen vor Gott, dass sie klein sind und sie werden vor ihm Rechenschaft ablegen müssen. Und das wird besonders die erschüttern, die in dieser Welt ihre Macht missbraucht haben. Ich denke da auch an die, die im Namen Gottes andere töten und Menschen entwürdigen, im Namen Gottes. Und ich habe Hoffnung auch für alle Opfer, die das Gute gesucht haben und für die jede Hilfe zu spät gekommen ist. Ich bin überzeugt, vor Gott werden sie groß sein und für immer glücklich. Das glaube ich und ich sage mit Maria: Gott stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen.